Hallo, hier ist euer Dietmar vom Kanal Selbstversorgung Alter Pfad. Diese Woche feiere ich ein Jubiläum. Und zwar ist am 26. Februar 2021 mein erstes YouTube-Video rausgekommen. Ich habe jetzt also ein Jahresjubiläum quasi. Ich möchte mich bei euch nochmal ganz recht herzlich bedanken. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach einem Jahr über 700 Abonnenten habe. Irgendwie macht mich da zwischendurch immer noch nachdenklich und sprachlos, wie ich das wohl geschafft habe. Aber sei es drum, ich freue mich darüber. Ich möchte euch dafür einmal recht herzlich danken. In diesem Video möchte ich gerne dann vorstellen, was ich dieses Jahr hier so in meinem Reich geplant habe. Ich möchte euch gerne zeigen, was ich geändert habe aufgrund des Sturms. Ja, lasst euch einfach mal überraschen, was da so noch kommt. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. Also zuerst zeige ich euch mal, was sich hier geändert hat, würde ich sagen. Die süßen Kinder, ja. Na klar. Und die süßen, die kennt ihr auch. Das sind die jüngeren Sachsengold. Und weil mich die Stürme hier ein bisschen nervös gemacht haben und die für Montag ja eigentlich auch noch einen Sturm angesagt hatten, der hier auch gekommen ist, habe ich so lange die blauen Wiener auch reingeholt, weil irgendwie war mir das ein bisschen komisch. Und deswegen kann ich euch zeigen, die blauen Wiener. Die sind also genauso alt wie die jüngeren Sachsengold. Die sind, glaube ich, einen Tag älter. Sind 6 Stück und machen sich hervorragend. Ach, diese Knuffligkeit muss ich euch einfach mal zeigen. Ansonsten muss ich sagen, ich habe hier relativ viel Glück gehabt. Hier ist also kein Schaden wirklich großartig passiert. Dann wollte ich euch mal zeigen, welche Projekte ich dieses Jahr so vorhabe. Und zwar geht's erstmal um die Hühner. Ich habe ja hier vorne den Hühnerstall. Der soll zwar im Prinzip bleiben, da sollen aber keine Hühner mehr rein. Ich denke mal, viele von euch kennen den Kanal Dinosaur von Dr. Bene. Der bringt in den nächsten Tagen wohl einen Bauplan heraus, laut seinem Video, um Hühnerställe zu bauen. Den werde ich mir kaufen natürlich und dann werde ich mal schauen, wie ich diese Hühnerställe zusammenbauen kann. Und dann würde ich nämlich gerne hier auf diesem Gelände einmal die Hühner rumlaufen haben. Irgendwie so eine bunte Truppe. Da oben auch auf dieser Schrägen. Das kennt ihr ja eigentlich alle. Natürlich soll es auch wieder Masthähnchen geben dieses Jahr. Ich habe gestern mit dem Geflügelhändler, der hier alle 14 Tage rumkommt, gesprochen. Der kommt ab 14. März. Das ist mir noch ein bisschen früh für die Masthähnchen. Die sollen ja nicht frieren und wenn ich die kriege, sind die 4 Wochen. Und da ich hier keine Gelegenheit habe, die adäquat mit Wärme zu versorgen, werde ich da wohl noch ein bisschen mit warten. Ich denke mal so ab Mitte April werde ich dann die ersten Masthähnchen wieder haben. Ich werde mir dieses Jahr auf jeden Fall wieder Puten holen. Und dieses Jahr werde ich es mal mit Pekingenten ausprobieren, mit Deutschen. Weil hier geht es ja nicht nur ausschließlich um Kaninchen, sondern um Selbstversorgung und hauptsächlich um Selbstversorgung mit Fleisch. Und da gehört das halt nun mal dazu. Und Pekingenten hatte ich noch nie, ich werde das dieses Mal ausprobieren. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Stall da abreißen werde. Ich finde ihn sehr gammelig und eigentlich habe ich dieses Jahr vor, das hier auch mal alles ein bisschen hübscher zu machen. Also so dieser ganze Kram, der so in den Ecken rumliegt, wie Bauholz und so, das soll alles irgendwie weg und schöner gemacht werden. Ja, warten wir mal ab, wie weit ich damit komme. Hier auf dieser Schrägen, die ist ja oben abgedeckt mit einem Schutznetz, da sollen auf jeden Fall die Puten und die Enten drauf. Kennen ja einige von euch wahrscheinlich noch von letztem Jahr. Da die Puten fliegen und sonst aufbauen, finde ich dann eigentlich ganz praktisch, wenn die dann unter so einem Netz sind. Vielleicht habe ich dieses Jahr Glück mit der Habichtfamilie und die holen mir nicht ganz so viel weg.
hier auf diesem Platz, wo auch wieder Gelumpe rumsteht, dieses Tischchen und die ganzen Holzdinger, die da liegen, da soll noch ein Kaninchenstall hin. Natürlich geht es bald wieder los mit dem Pflanzen. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Gewächshaus dieses Jahr noch benutze oder ob das wegkommt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dazu aber gleich später mehr. Unsere Bienen stehen hier noch rum. Wir haben letztens mal reingeguckt. Leider haben wir ein Volk verloren. Ich schätze mal, die waren einfach zu wenig nach der Oxalsäurebehandlung im Dezember und haben das nicht überlebt. Das war nur noch eine ganz kleine Traube. Futter hatten die genug. Varroa-Schaden war nicht zu erkennen. Ich denke einfach mal, das Volk hat sich nicht gut entwickelt und deswegen ist es dann leider nicht durchgekommen. Ja, unsere Bienen kennt ihr ja. Ich habe da noch nicht viele Videos zu gemacht, weil ich finde, es gibt genug andere Kanäle, die das mit den Bienen irgendwie näher bringen. Auf jeden Fall möchte ich dieses Jahr noch eine Holzbeute in Deutsch normal 1,5 als Brutraum haben. Also so wie da die Segeberger-Beute in 1,5 soll eine Deutsch normal auch dieses Jahr einmal so umgemodelt werden. Ich habe so das Gefühl, das ist überhaupt nicht schlecht. Dann haben die Bienen genug Platz. Ich brauche nicht zwei von den Bruträumen. Ich probiere das einfach mal aus. Wahrscheinlich, so wie es aussieht bei den Holzpreisen immer noch, werden wir wohl irgendwann ganz auf Segeberger umstellen. Also wir werden dann nach und nach immer mal so eine Beute kaufen. Das kostet natürlich auch Geld. Das kann man nicht mal so eben machen. Wir haben an unserem Außenstand ja noch Bienenvölker. Die werden dieses Jahr natürlich da auch stehen bleiben. Wir bekommen noch einen zusätzlichen Stand hier in der Nähe von der Abtei. Beziehungsweise von seinem Schwesternwohnheim. Da werden wir noch so ein, zwei Völkchen hinstellen. Und dann wollen wir mal schauen, was so passiert. Ja, also wie gesagt, da in der Beute, wo der Stein oben drauf liegt, das Volk ist eingegangen. Das wird demnächst direkt alles mit eingeschmolzen, wenn wir hier endlich dazu kommen, Wachs zu schmelzen. Dafür möchte ich aber ein bisschen schöneres Wetter haben, weil ich dafür unseren Stromaggregat rausholen muss und ich habe keinen Bock, hier durch die Gegend zu zappeln, nur weil es wieder mal anfängt zu regnen. Hier, das wird eingezäunt, also unser Gemüsegarten, so wie ihr ihn kennt. Den werden wir jetzt auf jeden Fall einzäunen. Der ist da hinten vom Zaun bis hier vorne hin, sind das gut 5 Meter. Wir werden hier die ganze Strecke einzäunen, und zwar bis da vorne zu dem grünen Fass. Quasi hinter dem grünen Fass, wo wir hier diesen Haufen liegen haben, wo sich allerlei Getier verstecken kann. Also bis hierhin ungefähr soll der Zaun kommen. Dann hätten wir hier, ich denke mal, das sind so gut 120 Quadratmeter, die wir als Gemüsegarten erstmal nutzen. Hier, da wollte ich ja gerade noch mal drauf hinaus, kommt ein Tomatenhäuschen hin. Im Prinzip ist das ja auch nur ein Gewächshaus, es ist nur schmaler, weil da sind halt nur Tomaten drin und ist an einer Seite offen. Das soll über diese ganze Länge bis zum Zaun. Und ich möchte das so bauen, dass ich das im Winter nehmen kann und kann das auf die Seite legen, sodass ich bei den Stürmen und so keine Angst haben muss, dass es umgeht. Die, die letztes Jahr schon diesen Kanal geschaut haben, die wissen, da standen unsere Zucchinis. Die Zucchinis kommen diesmal in den anderen Garten. Da werden wir ein kleines Kohlbeet anlegen. Weißkohl, Rotkohl, Kohlrabi, sowas in der Richtung. Bin mal gespannt, ob es dieses Jahr klappt ohne Schnecken. Apropos ohne Schnecken, das ist auch der Hauptgrund, warum wir dieses Stück da einmal einzäunen möchten. Ich werde hier also einen Stall bauen und da sollen dann so zwei, drei Laufenten nur im Gemüsegarten rumlaufen, um uns diese verdammten Schnecken wegzuhalten. Wir haben dann letztes Jahr ja keine Chance gehabt. Ich weiß, es war sehr feucht, aber war ja eine Katastrophe. Wir haben ja eigentlich nichts geerntet. Ja, gehen wir mal weiter. Die Laufenten, die sollen dann natürlich einen Unterschlupf haben, ist klar. Ich werde wohl einen von den IBC-Containern nehmen, werde ihn an einer Seite aufschneiden, werde da so eine Rampe zum Hochlaufen hinmachen.
Wahrscheinlich werde ich da Metalldach drüber machen, damit das erstens nicht so warm wird, dass das ein bisschen im Schatten ist und dass das alles noch ein bisschen geschützt ist. Und dann kommen da vorne also Laufenden hin. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Schrägen hier mache. Ich muss mal gucken. Wenn mir gar nichts anderes einfällt, packe ich da noch ein paar Hühner drauf. Dann baue ich halt noch einen Stall und dann kommen da die Hühner drauf und dann ist gut. Schauen wir mal. Hier vorne, quasi von dem gemauerten Grill bis hierhin zu dem Stapel, da möchte ich gerne vom Zaun aus gesehen hier runter einen Auslauf machen. Von diesem Zaun hier, hier rüber einen Auslauf, einen Meter breit, würde ich sagen. Einen Meter hoch und dann fast bis da hinten zu dem gemauerten Grill. Da kommt dann auch noch ein Stall rein. Und in diesen Stall möchte ich gerne so zwei, drei Seidenhühner haben. Die sollen hier für mich brüten, damit ich auch meinen eigenen Nachwuchs an Geflügel bekomme. Und so irgendwann vielleicht unabhängig von den Masthähnchen bin. Ich habe mir so vorgestellt, dass ich mir dann eventuell, wenn ich hier andere Hühner draufsetze, einen Stamm Bielefelder Kennhühner hole. Die sind schön groß, die gefallen mir ganz gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich Mechelner nehme, wenn ich da irgendwie drankomme, aber die sind hier in der Gegend echt schwer zu kriegen. Und das Problem, was ich halt habe, ich kann keine Bruteier nehmen und ich kann die zwar bei mir im Büro ausbrüten lassen durch die Brutmaschine, aber wenn die Küken hinterher 5-6 Wochen lang Wärme brauchen, dann habe ich keine Gelegenheit, die irgendwo unterzukriegen. Wir haben das vor ein paar Jahren mal gemacht. Da habe ich dann bei mir im Büro so einen Kleintierkäfig aufgestellt, habe den rundherum zugemacht mit Frischhaltefolie, oben natürlich offen gelassen. Und ich habe also noch 3 Jahre später die Federn und den Dreck von den Küken gefunden. Das fand meine Frau jetzt nicht ganz so prickelnd mehr. Bei uns im Keller geht es leider nicht. Der ist zu feucht dafür. Das kann ich den Tieren nicht antun. Deswegen probiere ich das jetzt mal auf diese Art und Weise. Mal abgesehen davon, dass ich es auch viel natürlicher finde, wenn sich Hühner bzw. Glucken um die Küken kümmern, als wenn ich die künstlich aufziehe. So, dann lasst mich mal überlegen. Wir hatten die Puten, wir hatten die Masthähnchen, wir hatten die Enten, wir haben die Seidenhühner hier, das, was ich hier so bauen wollte. Wir haben den Garten besprochen. Dann bleibt mir noch ein paar Sachen zu sagen. Wir haben Ende Februar, heute ist glaube ich der 21. oder 22. Ist das nicht schön? Das erfreut mich jedes Jahr wieder, wenn so langsam die ersten Blumen kommen, die ersten bunten Blüten. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich da verkehrt, aber ich finde das einfach toll. So, dann bin ich gefragt worden, unter anderem vom Björn, ob ich schon mal im Kaninchenzuchtverein irgendeinen Posten bekleidet habe. Ja, das habe ich. Ich war Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe da wohl ein leichtes Talent, ein paar gute Texte für die Zeitung und so zu schreiben. Und was ich viel wichtiger fand, ich war der Leiter der Jugendgruppe. Aber ich halte diese Jugendarbeit schon für wichtig für Vereine. Also nicht nur für einen Kaninchenzuchtverein, auch für einen Rassegeflügelzuchtverein oder für einen Kleintierzuchtverein, Taubenverein. Alles, was mit Tieren zu tun hat, das halte ich für sehr wichtig. Ich glaube erstens, dass diejenigen, die in ihrer Jugend und ihrer Kindheit Tiere gehabt haben, hinterher anders damit umgehen und eine gewisse Empathie und ein Gewissen entwickeln, um sich mit den Tieren zu beschäftigen und die nicht völlig auszubeuten. Und dann habe ich also in meiner Zeit als Jugendwart so einige Sachen gemacht, die ich wichtig fand, weil ich denke, egal welcher Zuchtverein das ist, irgendwann hören die Jugendlichen natürlich in den meisten Fällen auf, Kaninchen, Tauben, Hühner oder so zu züchten. Dann kommen die Freundinnen, Familie, der Beruf. Das ist alles sehr anstrengend. Man zieht von zu Hause aus, man hat keinen Platz mehr, um die Tiere zu halten. Vielleicht will die Familie auch mal in Urlaub fahren und solche Sachen. Aber irgendwann kommen viele darauf zurück,
wenn die dann so mit 30, 35 zu Hause sitzen, über ihr Leben nachdenken und wie schön die vergangene Zeit gewesen ist. Und wenn die sich dann an einen Zuchtverein erinnern und das war eine schöne Kindheit, dann werden die zu diesem Hobby mit aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn die Platz dafür haben, zurückkommen. Also bin ich immer hingegangen. Ich habe natürlich zu Weihnachten Weihnachtstüten gemacht, bin dann rumgefahren, habe diese Tüten abgegeben, dass die Kinder und die Jugendlichen aus der Jugendgruppe zu Weihnachten ein kleines Geschenk vom Verein gekriegt haben. Das gleiche habe ich zu Ostern gemacht. Wir sind dann dazu irgendwann übergegangen, dass ich auch zu den Geburtstagen natürlich rumgefahren bin. Also jeder hat ein kleines Geschenk gekriegt. Es war nicht wichtig, dass es ein großartiges Geschenk ist. Irgendwie, wenn man weiß, die brauchen noch eine Tränke oder einen Pott, wo sie Futter reintun können oder irgendwie sowas. Oder auch wenn man weiß, dass die irgendwas anderes brauchen, was überhaupt nichts mit dem Verein zu tun hat. Dann haben die eine Geburtstagskarte gekriegt. Wie gesagt, ein kleines Geschenk. Das habe ich dann abgegeben und habe natürlich angerufen bei jedem, der Geburtstag hatte und habe ihn zum Geburtstag gratuliert. Jetzt muss ich sagen, wir hatten es etwas einfacher. Wir hatten kein Corona. Also wir sind zum Beispiel einmal in einen Freizeitpark gefahren, der hier in der Nähe ist und haben dann einen Tag verbracht. Da sind auch ein paar dann vom, wie soll ich das sagen, vom Seniorenverein mitgekommen. Da haben wir eine Menge Spaß gehabt. Wir sind losgegangen, wir haben einen Angelteich gemietet und dann sind wir alle Mann zusammen einmal angeln gegangen für einen Samstag. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir einen Bus geschartert haben. Die Initiative ist also von der Jugendgruppe ausgegangen und sind nach Kassel zur Bundesschau gefahren, zur Kaninchenschau, was eigentlich einen irren Spaß gemacht hat. Die Besoffenen, die morgens um 8 Uhr auf so einer Ausstellung rumlaufen müssen, die lassen wir mal beiseite. Ich weiß nicht, ob das Spaß macht oder ob das überhaupt sein muss, dass man da schon halb zurechnungsfähig über so eine Ausstellung läuft. Weil da kommen ja auch Familien hin, die sich das mal angucken. Aber solche Sachen haben wir gemacht. Also es war schon toll, was wir da gemacht haben. Und wie gesagt, ich finde, das ist wichtig. Man muss sich einfach was einfallen lassen. So, dass die Kinder und die Jugendlichen eine gute Erinnerung an diese Zeit haben. Ja, also wie gesagt, Jugendarbeit ist wichtig. Sonst sterben die Vereine irgendwann aus. Ja, ich hoffe, damit konnte ich mal so ein paar Sachen beantworten. Dann wird sich hier noch was ändern. Diese Ecke wird hier ausgemistet. Das kommt alles weg. Und dann kommt dieser Kaninchenstall dahin. Der ist also 2 Meter lang. Der wird natürlich auch ausgeräumt. Da kommen die Trennwände raus aus der Mitte. Und dann kommt er da vorne hin. Und dann kommen da Kaninchen rein, logischerweise. Hier werde ich aus so einem Pressholz, Pressspanplatte, die ich hier schon rumliegen habe, so einen Schrank bauen, der da genau hinpasst, damit ich den ganzen Prödel da unterkriegen kann. Aber eigentlich möchte ich, dass die Kaninchen sich dann auf diese Ecke hier drin beschränken. Vielleicht werde ich den Kaninchenstall hier nochmal reaktivieren, das weiß ich noch nicht. So dass ich über den Winter die Kaninchen alle hier drin habe. Dann brauche ich mir keine Gedanken machen, ob ich bei Regen füttern muss oder wie auch immer. Dann ist das hier vernünftig. Ich wollte noch mal kurz auf Wurfkisten eingehen, weil ich weiß, dass die gekauften Wurfkisten nicht ganz so toll sind. Und deswegen wollte ich da mal noch mal eine Wurfkiste zeigen, so wie ich die eigentlich baue. Fangen wir hier mal mit den Wurfkisten an. Das ist ja logisch, dass man die in unterschiedlichen Größen macht. Findet ihr diese Maße auch in meinem Video Kaninchenzucht für Selbstversorger Teil 1 oder Kaninchenzucht für Selbstversorger Teil 2, der Stallbau. In einem von beiden wird auf jeden Fall genau erklärt. Na, was ist los, Kumpel? In einem von den beiden wird auf jeden Fall genau erklärt, wie groß diese Wurfkisten sein müssen. Ich meine auch, wie groß die Transportkisten sein müssen und so. Wie ihr seht, hier ist eine selbstgebaute Wurfkiste. Da habe ich einfach den
Gang gemacht und der ist deutlich höher als von einer gekauften Wurfkiste. Ich könnte den also auch noch 5 cm höher machen und da würde die Häsin immer noch durchpassen. Da ist natürlich ein Deckel drauf. Ich habe da verschiedene Systeme ausprobiert. Der hier ist einfach, glaube ich, nur draufgelegt und an den Seiten dann mit so kleinen Leisten festgemacht, damit man den da reindrücken kann. Einen anderen habe ich mit normalen Scharnieren festgemacht, dass ich den aufklappen kann. Das hat sich als nicht wirklich toll erwiesen. Ja, das erstmal zu den Wurfkisten. Dann muss ich sagen, das war es erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Abo dalassen, Glocke drücken oder auch nicht. Und wie üblich kann ich dann nur sagen, tschüss, sagt euer Dietmar vom Kanal Selbstversorgung, alter Pfad.